Und damit herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich möchte das weiterhören. Wir sind einfach zu wenige. Das wird ein harter Kampf. Du hast sie gefunden. Ha. Sie haben mir gesagt, die Jagd ist hinter ihr her und kann jederzeit ungebeten reinplatzen. Also habe ich eine Mahakama-Mischung vorbereitet. Wenn die hochgeht, bleiben nur Fetzen übrig. Du hast dein Werkzeug mitgebracht? Ich dachte mir, das wäre bei einer Schlacht sinnvoll. Schwerter schärfen, Rüstungen ausbeulen und so weiter. Hast ganz recht. Danke, Sultan. Und dann werde ich noch etwas Mahakama-Mischung brauen. Die ist so explosiv, dass man sie nur scharf ansehen muss. Schon geht sie hoch wie ein Flammenfurz. Sehr nützlich bei Belagerungen. Würdest du mir etwas anfertigen? Klar, wenn du ein Schema hast. Okay, Sultan kann jetzt auch anfertigen. Oh, und wir sind Level 27! Wir müssen Level 28 werden, oder? Okay, wir hauen rein. Na schön, wir reden später, Sultan. Sind wir gelevelt? Wir sind gelevelt, Ehre. Die sieht ziemlich scheiße aus. Upsi. Gut, aber die ist echt gut. Wir traben mal rein. Die Mädels sind... Ich sehe, dass das Tür her. Funktioniert. Was? Wir müssen es nur im richtigen Moment zünden. Und das Loch? Bleibt das für immer? Um das Loch machen wir uns Sorgen, wenn alles vorbei ist. Nun tritt zurück, Meister Hexer. Okay. Wollen wir uns das angucken, was hier passiert? Ener, Anada, Valanda. Boah, sag mal, da war Gas hier hin, okay. Wer hätte gedacht, dass Gas so stinken kann? Wir müssen die anderen warnen, damit keiner mit offenem Feuer hier durchmarschiert. Und nun? Ich könnte was zu trinken vertragen. Ich auch. Nach dem Rat werden wir schon was finden. Okay. Ja, wir traben einfach mal weiter hinter den Mädels hinterher. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Lambert, du bist... Verdammter Schrotthaufen. So alt wie Wesemir. Du bist deutlich emotionaler als normal. Was gibt es für Fortschritte? Ich krieg das Ding nicht dazu, auch nur einen Bolzen zu schnipsen. Eher macht man mich zum Hierarchen von Novigrad. Dann hol doch Sultan dazu. Bereit für die Schlacht? Ich wurde schon bereit geboren. Wenn es losgeht, keine Heldenaktion, ja? Ich verstehe schon. Sind wohl keine Alltagsgeister. Nicht so ganz. Und wie läuft's? Verdammter Schrotthaufen. So war Geralt? Okay. Er hat uns wohl alles erzählt. Wir gucken uns hier nochmal eben um. Ich find's komisch, dass Triss jetzt so plötzlich auftaucht. Aber okay. Mai, was weiß ich schon, ne? Wir betreten jetzt mal die Festung. Ich habe die Befürchtung, dass diese ganzen Belagerungsgeräte komplett sinnlos sind. Na, Eskil. Grüß dich, Wolf. Eskil. Ich brauche Ruhe, muss mich vorbereiten. Eskil. Wie schön, dich zu sehen. Eskil. Die wilde Jagd? Das könnte interessant werden. Das könnte tödlich werden. Eskil. Ich brauche Ruhe, muss mich vorbereiten. Gut, wir gehen. Ich wollte jetzt nochmal mit allen schnacken. Vernon! Oder Vernon! Meine güte Freund. Hallo Vernon. Was ist an Flammenpfeilen eigentlich so toll? Sie setzen das Ziel in Brand. Die Enseide und die Anel. Vielen Dank, dass ihr beide gekommen seid. Keine Ursache. Aber du hast vergessen, mich einzuladen. Spar dir die Entschuldigung, Geralt. Wes hat ihre Wut unterwegs an mir ausgelassen. Sie ist fast darüber hinweg. Sind wir wirklich nur so wenige? Nur die Qualität zählt, nicht die Quantität. Die Denkweise eines Hexers. Das mag fürs Jagen und Bekämpfen von Monstern gelten, aber nicht für große Schlachten. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Wir sehen uns um. Ich muss mich mit dem Schlachtfeld vertraut machen.
Ich möchte anmerken, dass ich mit ihr sprechen wollte, aber es nicht ging. So ein Kampf gegen die wilde Jagd ist was anderes als ein Scharmützel. Ellbogen höher. Der ist hoch genug. Du lässt ihn jedes Mal suchen, wenn du die Sehne loslässt. Außerdem verlangen Brandprojektile eine andere Flugbahn. So ein Kampf gegen die wilde Jagd ist was anderes als ein Scharmützel. Ich pack das schon. Keine Sorge. So ein Kampf gegen die wilde Jagd. Okay, sie sagt immer wieder das Gleiche. Das soll eine Festung sein? Wie hast du dir die Verteidigung dieser Ruine vorgestellt? Rausch. Das soll eine Festung sein. Okay, sagt auch immer nur das Gleiche. Tatsächlich überhaupt nicht, Bruder. Ich hab mir gedacht, wir machen das schon, nicht? Gedanken zu Ende. Mecker-Fritze! Hallo, Mecker-Fritze! Dumme Goat! Ich wollte gerade Gatze sagen. Vielmehr, dass es Goat gibt. Gepasst. Servus. Ist hier noch jemand, den wir kennen? Eine Illusion. Ist tatsächlich Keras hier. Ist Geralt. Wenn ich heute sterbe, will ich dabei wenigstens umwerfend aussehen. Hallo Kera. Wirfst du dich für die wilde Jagd in Schale? Frauen werfen sich nur für sich selbst in Schale. Wie gut, dass du hier bist. Es ist schön, dich wiederzusehen. Ich hatte dich früher erwartet. Erst bin ich in die andere Richtung gelaufen, dann aber doch umgekehrt. Wieso hast du deine Meinung geändert? Manchmal sollten Frauen ihre Entscheidungen nicht erklären. Das gilt erst recht für Zauberinnen. Okay. Geralt, gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Okay, wir können bei ihr Scheiß kaufen. Wir können bei ihr große Runen kaufen, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist richtig teuer. Digga, was war das denn? Und sie hat noch Bücher, die wir nicht gelesen haben. Das gefällt mir jetzt auch nicht unbedingt. Was ist das? Trank der Leerung. Alle Fähigkeitenpunkte. Okay, ja gut, brauche ich nicht. Ehre, also ich weiß, dass ich bei ihr noch einkaufen kann. Spiel ist kaum verbuggt. Bis bald, Keira. Einfach mal das Menü nicht da. Nice. Schöner Bug, ey. Ruft alle zusammen. Wir müssen reden. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen? Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Wir sind nicht viele, aber ich würde jedem von euch mein Leben anvertrauen. Arbeitet zusammen, dann können wir die Jagd besiegen. Wenn sie angreifen, wird Yen die Festung mit einer magischen Kuppel abschirmen. Die Jagd muss außerhalb der Mauern landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar.
Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen. Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Bruder, ist das relevant? Keine Ahnung. Wir sind nicht viele. Darum brauchen wir so viele Fallen wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Ja, ich scheiß nur auf, dass die Schmiede. Wir haben die beste Ausrüstung, die man haben kann an diesem Stand. Das Schließen der Mauer hat Vorrang. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Alles erledigt? Ja, keine Ahnung. Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimerizium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Muss ich jetzt was planen? Ich hoffe nicht. Kermorhen, einige Stunden später. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben.
Denk einfach nicht dran. Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Ich bringe euch alle in Gefahr. Unnötig. Du machst dir zu viele Sorgen. Schau nicht so grimmig. Wir schaffen das. Danke für alles. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Hauptsache, es geht jetzt nicht auf Zeit. Die Schlacht von Kaer Morhen. Verlasse die Festung und begib dich zu Lambert, wenn du bereit bist, der wilden Jagd entgegenzutreten. Wir verbessern auf jeden Fall vorher noch Schwerter und Dingens. Wir sind Stufe 27. Ich kann auch leveln, das tue ich auch gleich auf jeden Fall noch. Ich tue das jetzt. Draufgeschissen. Charakter. Wir haben eigentlich alles auf 5, was ich auf 5 haben will. Beziehungsweise auf 3, was ich auf 3 haben will. Ich habe aber noch einen Slot. Das ist sehr, sehr schön. Täuschung ist jetzt nicht so sinnvoll. Wir könnten das holen. Was ist das? Quenchschild stößt Gegner zurück. Das gefällt mir sehr gut. Scheiß auf Axi. Ist mir echt egal. Das ist ja auch Axi, das bräuchte ich eigentlich auch nicht. Wobei das besser ist als das auf jeden Fall. Wir könnten uns aber noch eins holen. Ich glaube, ich würde tatsächlich das hier nehmen. Einfach, weil ich dadurch ein paar Schwalben sparen kann. Das ist jetzt eigentlich irrelevant. Tagsüber regeneriert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Das ist, glaube ich, irrelevant. Haben wir große Sachen noch? Klein, klein, klein. Klein. Troll. Necker. 5% Angriffskraft. Fuck, ich hab keine Ahnung, Digga. Werwolf, Angriff, 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 Angriff. Okay, das scheint allgemein nicht so hilfreich zu sein. Das ist nur ein kleines blaues. Okay, da haben wir doch bestimmt besser, oder? 5 Zeichen. Schmeißen wir da ein Zeichen rein, wa? Hab ich irgendwie nur übel beschissene Mutagene, Alter? Ja, scheint so. Okay. Ich hab 3 Punkte. Upsi. Was kann ich hier noch skillen? Jede defensive Aktion. Ja, ja, das ist hier so ein Schmutz. Vergift um 30 Punkte. Schwere Rüstung, mittlere Rüstung, leichte Rüstung. Wenn bräuchte ich das hier? Jedes Teil mittelschwere Rüstung erhöht die Zeichendensität um 5%, die Ausdauerregeneration um 5%. Okay. Ich hab legitim keine Ahnung, was wir noch brauchen. Können wir nochmal hier reingucken? Das geht noch nicht, ne? Ja, ich bräuchte noch 6, Alter. Leck mich am Arsch. Die 3 Sachen benutze ich gar nicht. Macht also überhaupt keinen Sinn. Mach ich noch eins davon. Was ist denn das? Bluteneffekt. Bluten ist natürlich Schmacko, ne? Bluten ist natürlich richtig geil. Proportional zur verbrauchten Ausdauer, zusätzlichen Schaden. Die gegnerische Verteidigung wird ignoriert und die Chance auf kritische Treffer um 10% erhöht. An den Punkten werden Gesamtschaden um 33%. Ich weiß halt nicht, wie oft ich mit starkem Angriff kämpfen werde. Verteidigung habe ich gar nicht drauf geskillt, auf Meisterschütze auch 0. Kriegstrance mir auch eigentlich immer egal gewesen. Habe ich irgendwann mal Klingenfokus hochgeprügelt. Okay. Ja, ist mir eigentlich egal. Ich glaube, wir holen uns Bluten, oder? Was ist das hier? Ja. Ich denke, ich hole mir das. Fähigkeit erwerben. Und dann direkt 2 noch reinmachen. Und dann stecken wir es einfach auf irgendeins. Sehr irrelevant. Ja, würde ich sagen. Oder? Ja, passt. Denke ich mal. Ich denke, das sollte passen. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier noch irgendwas tun sollten. Ist hier noch irgendjemand, mit dem wir reden können? Ciri zum Beispiel. Ich glaube, Ciri ist bisher mit der ganzen Situation nicht so ganz zufrieden. Ich speichere mal kurz. Da ist Ciri. Perfekt.
Schnacken wir nochmal kurz mit ihr. Kann ich dich kurz sprechen? Oha, jetzt wird's ernst. Eins ist ihr egal. Punkt. Ich lass nicht zu, dass sie dich kriegen, hörst du? Ich weiß. Halte dich einfach aus allem raus. Behandle mich nicht wie ein Kind. Das habe ich nicht mal getan, als du noch eines warst. Ich mag's, wenn du lächelst. Komm her. Alles wird gut. Solange du wild bist, oder? Heieieiei. Thierry? Entschuldigung, Cirilla? Meine Güte. Bin gespannt, was das bringt. Ich kann ja, wie das Spiel ausgeht übrigens. Ich weiß, dass es verschiedene Enden gibt. Oh, schön, Soundbug, nice. Ich habe aber keine Ahnung, wie die einzelnen Enden sind. Also gar keine, tatsächlich. Hab das Spiel ja nie durchgespielt. Ich hätte eigentlich gerne noch Dingens gekauft bei ihr da vorne. Kann ich das noch machen? Ich glaub nicht. Ich glaub, das habe ich verpasst. Scheiße. Lade ich nochmal kurz. Ich glaube, ich lade das nochmal kurz. Und hole mir Quenglyphen. Weil ich habe keine einzige große Quenglyph. Ich habe nur so ein paar andere. Ich kaufe bei ihr nochmal ein paar Sachen. Okay. Ich würde sagen, das reicht für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.